Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe schon wieder einen Gast dabei. Ja, also ich bin Julia, ich bin im vierten Semester und wir kennen uns noch aus der Schule. Wir wollen heute auch wieder, wie ihr es schon im Titel lesen könnt, den Semesterrückblick machen. Das hatte ich ja letztes Semester schon mal gemacht. Und wir dachten einfach, das wäre ganz cool, da diesmal so zwei Perspektiven zu haben, nicht nur aus einem Semester, sondern Julia wird heute über ihr viertes Semester sprechen. Und die spannendste Frage, da müssten wir gerade im Voraus schon ziemlich überlegen, was ist denn dein Highlight des Semesters gewesen? Puh, mein Highlight? Ich glaube, mein Highlight war die SPÜ, also schulpraktische Übungen. Da geht man einmal die Woche in die Schule, wird einer Klasse zugeteilt und bei uns war es so, dass wir 2 Stunden immer hatten. Im Fach Sachunterricht und die haben wir dann entweder unterrichtet oder hospitiert. Bei uns war es so, dass wir immer Co-Teaching machen durften, also mit einer anderen Person zusammen, da wir 90 Minuten hatten. Und ich finde schon, das hat mir am meisten eigentlich noch mitgebracht und es war auch eine große Überraschung, dass wir es überhaupt machen durften in der Situation. Wir wussten ja auch nicht, wir waren am Anfang noch im Wechselunterricht, hatten also nur die Hälfte der Klasse vor uns sitzen. Wie viele waren das immer ungefähr? Also die Hälfte waren 11 Kinder, aber dann relativ schnell, ich glaube ab der dritten Woche hatten wir dann alle Kinder. Es kamen dann auch immer noch ein paar Dazkinder dazu. Aber das hat mir schon am meisten mitgebracht, weil wir auch durch das Co-Teaching einfach so oft unterrichtet haben und man irgendwie nie rausgekommen ist. Das war schon mal ganz gut. Ich wäre auch gern wieder in der Schule gewesen. Also aber wir sind wieder in der Schule. Genau, bei mir steht jetzt ja auch bald das Blockpraktikum A an, aber jetzt erstmal zu meinem Highlight. Es standen dieses Semester bei mir mehr Referate an. Bei dem ersten Referat hatte ich eigentlich echt Angst, weil bei dem zweiten wusste ich schon, das mache ich mit einer Freundin von mir zusammen und da weiß ich, kann ich mich drauf verlassen und so, aber bei dem anderen wusste ich halt nicht, mit welchen Leuten ich in eine Gruppe komme. Und das war aber irgendwie die entspannteste und coolste Gruppe überhaupt. Aber das ist echt schön. Bei Gruppenarbeiten dachte ich auch am Anfang immer so, oh, ich kenne die Leute nicht. Ja. Hoffentlich wird das was, aber so richtig enttäuscht wurde ich eigentlich auch noch nie. Ja. Dann machen wir gleich mal weiter und zwar mit der größten Herausforderung im Semester. Größte Herausforderung. Gleichzeitig auch die SPÜ, fand ich, weil man einfach wirklich mal kontinuierlich Unterricht geplant hat, auch auf äußere Umstände einfach eingehen musste. Ich meine, wir hatten es wirklich gut, wir hatten eine große Schule, die sehr viele Materialien hatte und eine super nette Mentorin, aber es ist trotzdem was anderes, wenn man eben auch nicht weiß, okay, habe ich nächste Woche jetzt 22 Kinder vor mir sitzen oder nur 11. Aber das hat sich dann richtig gut eingespielt. Und ansonsten Herausforderungen. Von der Stoffmenge her auf jeden Fall Psychologie. Das war schon eine Sache für sich. Manchmal es ein bisschen undurchsichtig war und auch einfach die Stoffmenge ultra viel war. Aber ich glaube, am Ende ist es irgendwie gut gegangen. Und wird schon was. Wird schon. Ich kann ja zu Psychologie noch gar nichts sagen. Ich habe das ja noch nicht. Bei mir geht das jetzt erst im dritten Semester los. Eine größere Herausforderung bei mir war tatsächlich kein spezielles Ereignis oder irgendein Kurs oder so, sondern einfach generell die Menge an Inhalten, an Stoff und ja, einfach an Semesterwochenstunden. Fandest du, es war bei dir jetzt mehr im zweiten Semester oder? Also im ersten? War das zweite vom Gefühl her schon besser? Nee, also ich fand in das... In dem Sinne meine ich jetzt. Nee, also ich fand, im Rückbetrachten fand ich das erste irgendwie halb so viel. Echt? Ja, okay. Also ich fand das zweite ganz schlimm. Also gerade am Anfang, also die ersten 2 Wochen waren für mich so eine totale Krise, deswegen habe ich ja einen Kurs dann auch rausgestrichen. Weil es dir einfach zu viel war? Ja, oder? Also ich fand, das war halt das Bildungswissenschaften-Seminar, BW1. Ja. Und ich habe das halt gestrichen, weil das wäre halt so ein Planspiel gewesen, darüber habe ich auch schon mal gesprochen. Das hätte ich damals auch wählen können. Und das Planspiel hätte aber halt nicht nur eine Prüfungsleistung gehabt, sondern 3. Halt im Verlauf des Semesters und das hätte sich halt 2-mal so reingeschnitten mit den ganzen mit den 2 Referaten, die ich da hatte und deswegen habe ich halt so gedacht, dann streiche ich das lieber. Und ich finde, das ist immer auch so ein Problem, weil an sich wäre es bestimmt eine super gute Erfahrung gewesen. Ja. Also, aber dadurch, dass... Aber auch online wäre das super schwer umzusetzen gewesen. Das waren halt 6 Leute, die ich nicht kenne. und dann das einfach online und irgendwie über so eine Cloud organisiert auch nur. Und irgendwie, man hat keine wirklichen Zusammenkünfte und das... Boah. Ja, man muss nichts nach Plan machen. Nee. Dann haben wir ja jetzt schon so ein bisschen über manche Kurse gesprochen, aber was wäre denn dein Lieblingskurs gewesen? Mein Lieblingskurs? Da bin ich ein bisschen voreingenommen.
weil ich eine absolute Lieblingsdozentin in Englisch habe. Das war jetzt leider mein letzter Kurs bei ihr. Sehr traurig. Vielleicht mache ich nochmal einen freiwillig in Präsenz, weil ich leider nur einen Präsenz hatte. Ach, sie macht das einfach mit einer Leichtigkeit und das war ein Sprachlernseminar in Englisch, wo wir auch sehr viel frei sprechen sollten und es auch nur eine sehr kleine Studierendenanzahl war. Also wir waren, glaube ich, 11 Leute. Wirklich da waren dann so 7, 8. Und da hatte man natürlich einen sehr hohen Sprechanteil, was im Online-Semester einfach komplett wegfällt in Englisch. Mhm. Und wo ich mir selber dann auch die letzten Online-Semester eben sehr unsicher war, okay, wie geht das jetzt überhaupt hier weiter mit meinem mündlichen Englisch? Weil im Schriftlichen sehe ich jetzt nicht so krass meine Defizite, aber im Mündlichen, was macht man denn im Online-Semester mündlich? Ja. Man hat nicht den richtigen Kontakt, man sieht den Menschen nicht so wirklich, man kann die Körpersprache nicht sehen. Schwierig, aber es war trotzdem mein Lieblingskurs. Ja. Einfach weil man dort wirklich eine Person ist und man wiedererkannt wird und die Dozentin auch wirklich weiß, okay, das ist jetzt dein Struggle. Ja, den du hast vielleicht noch aus früheren Kursen. Und man fühlt sich einfach nicht so, ja, als wenn man drei von 4 Semestern nicht in der Uni gewesen, hätte irgendwie niemanden kennengelernt. Das ist auch meine Lieblingsdozentin. Es war jetzt dieses Semester nicht mein Lieblingskurs bei ihr, weil es halt Grammar war. Mhm. Also einfach nur über Grammatik, aber sie hat das so angenehm wie möglich trotzdem gestaltet und sie verpackt das auch immer total knuffig und so, aber man lernt trotzdem extrem viel dabei. Und ich finde es aber auch immer lustig, weil wir haben ja auch immer diese Skripte, die wir eigentlich durcharbeiten müssen. Und es macht Sinn. Und wir haben in diesem Skript nur einen Bruchteil durchgearbeitet, aber ich habe mich gut vorbereitet gefühlt auf diese Klausur. Also mein Lieblingskurs war tatsächlich einer, von dem ich gar nicht erwartet hätte, dass es mein Lieblingskurs wird, weil ich hatte gar nicht vor, den zu belegen. Und da ging es eben um Canadian Literature. Also nicht der Dozent ist dann neu an der Uni gekommen, aber ich fand ihn einfach super sympathisch und der hat das richtig cool gemacht. Und dadurch, dass den Kurs irgendwie niemand kannte, weil der bis zum Schluss nicht im Vorlesungsverzeichnis stand und ich in keine andere Übung reingekommen bin, bin ich halt in diesen Kurs gerutscht und bin im Endeffekt aber aus dem ich eigentlich rein wollte, das war so eine Harry Potter Übung, bin ich wieder ausgetreten. Und ich finde ja auch, Kanada ist immer viel zu kurz gekommen irgendwie in der Schule. Auf jeden Fall. Deswegen finde ich das halt momentan das Interessanteste am Studium. Also im Englischstudium ist über Kanada was zu hören. Cool. Genau. Dann sind wir aber jetzt mal beim Gegenteil. Beziehungsweise, kann ja auch das Gleiche sein, aber was war denn dein herausforderndster oder anspruchsvollster, / schwerster Kurs? Es ist tatsächlich ein Kurs, der deinem sehr ähnlich kommt, den du als Lieblingskurs genommen hast. Ich hatte auch ein Proseminar über Kanada. Bei dem musste ich jetzt 2 Essays schreiben über die Semesterzeit hinweg. Und ich hatte mir auch schon vorgenommen, okay, ich schreibe das relativ früh, weil ich dieses Semester auch sehr viele Prüfungsleistungen hatte, insgesamt irgendwie. Und ich finde es aber trotzdem immer sehr schwierig in diesen speziellen Seminaren, wo man dann eben ein spezielles Thema hat, also in dem Fall eben einfach Kanada. Und bei dir war es ja Literature in Kanada, bei mir war es insgesamt Kanada, Kultur, wie leben die Menschen, auch natürlich über die indigene Bevölkerung. Für mich ist das so ein zweischneidiges Schwert gewesen, weil es war für mich auf der einen Seite schon schwierig, sich in diese speziellen Themen eben einzulesen, um dann ein wirkliches Essay drüber zu schreiben, weil wenn du ein Essay schreibst, musst du schon was drüber wissen. Und ich finde, wenn die Dozentin dann auch wirklich Kanadierin ist, dann weiß sie ja, wenn du nur so Halbwissen erzählst. Ja. War halt auf der einen Seite, fand ich herausfordernd, mal wieder ein Essay zu schreiben, weil irgendwie jeder Dozent auch was anderes darunter versteht. Aber auf der anderen Seite fand ich es auch wirklich schön, darüber mehr zu lernen, wie du es halt auch schon gesagt hast. Also ich fand es einfach anspruchsvoll vom Schreiben her und dass man eben im Semester sich dann auch wirklich Zeit nehmen musste, okay, ich muss jetzt dieses Essay schreiben, obwohl ich noch alle anderen Kurse habe, und dann einfach mal sagen, okay, heute nicht, den mache ich nächste Woche. Aber im Endeffekt habe ich mir Wissen draus gezogen. Also fandest du trotzdem, dass es eine sehr positive Erfahrung auch war? An sich schon, weil ich auf jeden Fall im Schriftlichen in Englisch einfach mal wieder weitergekommen bin. Ja. Ansonsten haben wir nur die Sprachlernseminare oder Englischdidaktik. Da ist ja der Fokus eigentlich mehr auf dem Mündlichen oder eben auf dem Unterrichten. Hm. Ich finde das interessant, weil ich versuchen werde, auch in den Kurs reinzukommen. Aber den gibt es schon, seitdem ich an der Uni bin. Also den hätte ich schon als Übung machen können. Mein anspruchsvollster Kurs, das kannst du dir vielleicht auch noch denken, aus dem zweiten Semester war Mathe. Hm? Also es war halt das erste Mal mit Mathe. Weil ja, ich hatte den Spundus davor, ich habe da echt Angst vor gehabt.
ich finde, Gott sei Dank, dass es zum großen Teil unberechtigt ist, davor jetzt wirklich Angst zu haben, weil ich finde, es ist was, worauf man sich wirklich sehr zuverlässig vorbereiten kann. Und wenn man sich da wirklich drauf vorbereitet, ist es halt auch machbar. Das Wort Mathe ist halt schon irgendwie so ein bisschen negativ konnotiert. Ja, schon. Also, obwohl es wirklich eigentlich nichts mit dem Mathe zu tun hat, was man in der Schule hatte. Nee. Also man muss einfach sehr fit im Rechnen sein, habe ich so das Gefühl. Ja. Im Kopfrechnen, im Schnellrechnen. Es sind manchmal Sachen, worüber man sich einfach keine Gedanken gemacht hat, dass es sowas überhaupt gibt. Also, ja, von was redest du? Von Stellen? Von Stellen. An sich ist das schon eine ganz coole Sache, um das mal anderen Leuten zu erklären, dass man auch wirklich Mathe hat und man nicht nur die Zahlen von 1 bis 20 lernt. Über das Klischee. Oder auch Mandalas malt. Oder was machen wir noch so Schönes in Mathe? Wir spielen mit unserer Rechenkette rum und unseren Steckwürfeln. Also ich fand Mathe schon super schwer natürlich. Also die ersten paar Stunden dachte ich schon, oh Gott, vielleicht wird es ja doch nicht so schlimm. Das denkt man am Anfang dann, der Aussagenlogik. Und dann kam so dieses wunderschöne Thema namens Stochastik und ich dachte mir so, oh Gott, oh nein. Statistik fand ich auch. Ja. Oh, mein Güte. Es ist machbar. Genau, es ist halt wirklich machbar und ich bin da trotzdem froh, dass ich es jetzt erstmal weg habe. Einfach durch. Einfach durch. Weil alles, was danach kommt, ist auf jeden Fall besser. Hätte ich gern anders gemacht. So, jetzt musst du mal anfangen. Was hättest du gern anders gemacht? Hast du noch nicht so viel Vergleich, aber... Ja, aber das ist eigentlich das Gleiche, was ich schon im ersten Semester gesagt habe. Dass ich halt nicht so viel stressen lassen. Aber das sagt man immer so im Nachhinein. Weil dann ist es ja vorbei und dann sieht man, so schlimm ist es nicht. Aber das ist halt sowas, ich glaube, das wird jedes Semester wiederkommen. Ja. So ein bisschen. Brauchst auch mal Ruhe, wenn du halt keinen Bock hast, hast du halt keinen Bock. So. Und das kommt immer wieder. Genau. Immer wieder, aber es wird weniger. Die Zweifel oder diesen einen Tag, wo man sich so denkt, ich schaff das niemals. Bis in 4 Wochen für 9 Prüfungsleistungen alles vorzubereiten oder so. Ja. Aber doch, man schafft das. Man schafft das. Was hätte ich gerne anders gemacht? Gute Frage. Um mir Sorgen über Dinge zu machen, die dann eh egal waren. An sich bin ich mit dem Semester eigentlich am meisten zufrieden. Von den letzten 4 tatsächlich so. Auch gut. Also, du müssen ja auch nicht krampfhaft passieren. Ich weiß auch nicht. Ich hatte die Semester davor, war ich mir viel unsicherer. Aber gibt es irgendwas, wo du jetzt stolz drauf bist, dass du vielleicht dieses Semester anders gemacht hast? Also, wo du jetzt vorher gesagt hast, meine Güte. Ich habe mich tatsächlich bei den Psychologieprüfungen nicht so stressen lassen. Und das war gut. Ich habe jede Woche Zusammenfassung geschrieben, habe mir die dann am Ende ausgedruckt, bin alles nochmal durchgegangen, habe alles markiert, habe nochmal ein bisschen was nachgeguckt. Aber dadurch, dass ich das halt auf jeden Fall jede Woche gemacht habe, mir vielleicht nicht alles gemerkt habe. Ich finde bei Psychologie, wenn man da wirklich Detailwissen hat, das ist mir letztes Jahr so gegangen, da habe ich wirklich durchgezogen und gelernt und wollte möglichst viel Wissen darüber haben, aber dann überdenkt man einfach die Fragen. Das sind ja Multiple Choice, also Einfachwahlverfahren, Mehrfachwahlverfahren. Und dann grübelst du zu und viel. Zuordnung oder? Und dann grübelt man einfach viel zu viel, weil in Psychologie sehr oft es leider vorkommt, dass man sich denkt, okay, irgendwie stimmt jetzt alles, aber irgendwie auch nicht. Es ist gut, wenn man einen Rundumblick hat und genau weiß, okay, das ist jetzt das Thema, aber nicht zu viel. Was würdest du denn dann jetzt für dich ins nächste Semester mitnehmen? Ruhe bewahren. Also man kann es nicht jeden Tag durchziehen, auf keinen Fall. Einfach die Ruhe bewahren und einfach darauf vertrauen, okay, ich kann das. Weil das denkt man sich dann immer am Ende des Semesters, dann kommt das neue Semester, wo man sich wieder für 1000 Kurse einschreiben muss und einiges wieder nicht funktioniert. Also nehmen wir uns das gleiche vor wie jedes Semester, weniger Ruhe bewahren. Bevor ich jetzt noch ein bisschen Respekt habe, ist halt das Blogpraktikum. Das wird toll. Auch da muss ich Ruhe bewahren. Da bist du richtig viel lernen. Wächst dann wirklich mit den Kindern zusammen. Was ich mir mitnehmen möchte, ist, dass ich generell versuche, auf alles ein bisschen positiver zu schauen, beziehungsweise halt die Vorteile vor den Nachteilen zu sehen. Weil klar, es wird mich zum Teil trotzdem ankotzen, aber dann sage ich mir, das kotzt mich jetzt an, aber es bringt mir auch das und das. Und ich glaube, das wäre einfach eine bessere Herangehensweise, einfach ein bisschen positiver auf jeden Fall anzugehen, weil positiv, ich glaube, muss man an vieles. Ich glaube, gerade bei einem Blogpraktikum ist es so, ich freue mich da auch drauf, aber ich habe halt auch wahnsinnig viel Respekt davor. Aber das wird. Ich wünsche dir eine ganz nette Mentorin. Dann. Ich habe vor dem Selbstunterrichten ziemlich viel. Warum?
Gibt es einen bestimmten Hauptgrund? Also ich weiß nicht, für mich ist das halt interessant zu hören, weil vor einem Jahr ging es mir ja genauso. Ja, also ich weiß es nicht, ich habe halt das Gefühl, ich habe halt ein bisschen Angst, ob das gut bei der Klasse ankommt oder was die Klasse dann drüber denkt oder das und andererseits habe ich auch wie du bist. Ja. Ob das, was ich vermitteln möchte, auch ankommt. Ah, ich meine, okay. Es muss jetzt nicht sein, dass ich jedes Stundenziel ja schaffe oder so. Da will ich auch gar nicht irgendwie zu euphorisch rangehen oder so. Aber ich habe noch eine Frage. Okay. Gibt es etwas im fünften Semester, wo du dich explizit drauf freust, wo du jetzt schon sagst, geil? Ich habe hoffentlich, wenn das alles klappt, weil es gerade mit der Organisation ein paar Schwierigkeiten gibt, meine englische SPÜ. Nächstes Semester, das heißt, ich werde endlich mal Englisch unterrichten. Ich freue mich aufs Praktikum jetzt. Soll ich dir mal sagen, auf was ich mich... Ich freue mich Studio. Präsenz! Präsenz! Ich bin bereit, durch den rauen Herbsttag zu rennen und mir meinen Kaffee in der Mensa schmecken zu lassen. Ich bin aber sowas von dabei. Auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen uns in der Uni wieder. Ja, dann war's das, würde ich sagen. Ja. Danke ich dir, dass du gerne noch den Kanal besucht hast. Und dann, ja, tschüssi. Tschüss. Und bis bald. Tschüss, Julia. Nein. Okay.